Ja, im riesen fettes Paket mit Essen und das ist für mich oder für Nicole und mich ganz besonders, weil das ist alles polnisch, das kommt aus Schlesien. Also mein Opa kommt ursprünglich aus Schlesien und Nicoles Familie kommt aus Polen. Und ich stehe extrem auf polnisches Essen, also das ist absolut meins. Ich habe noch nie so geiles Essen gegessen, weil das alles so relativ simpel ist und auch so ein bisschen ärmlich, könnte man sagen, aber gleichzeitig so geil abgestimmt, weil das über so viele Jahrhunderte teilweise auch aus der Not heraus perfektioniert wurde. Und ja, deswegen wollte ich das mal einfach mal vorstellen. Jetzt ein riesen Paket bestellt. Und das sollte eigentlich polnisches traditionelles Brot sein, ist es aber nicht, hat Nicole gesagt. Es wurde nur so vermarktet. Aber polnisches Brot bzw. polnische Brötchen finde ich ziemlich geil, weil die sind sehr luftig, würde ich sagen, oder locker. Ja, es ist jetzt auch nicht so neu, also es ist schon ein bisschen älteres Brot jetzt. Mal gucken, wie es schmeckt einfach. Aber ich mag polnische Brötchen zumindest ziemlich gerne. Das ist geröstete Buchweizengrütze und Buchweizen ja sehr schleimbildend und wenn die geröstet sind, werden diese Schleimstoffe zu einem guten Anteil rausgeschüsst. Und ja, Buchweizen ist relativ traditionell für slawische Länder und ja, ist auch relativ günstig, also die Grütze jetzt für 1,60, 400 Gramm. Das gleiche gibt es nochmal mit, was war das jetzt nicht hier? Gerste. Gerstengrütze. Gerste mag ich auch sehr gerne. Als in Graupenform werden die auch sehr gerne in der Graupensuppe verwendet, die ich extrem liebe. Sehr traditionell sind auch eingelegte Gurken. Da gibt es verschiedene Varianten. Da gibt es auch welche, die sind nur für 2 Tage eingelegt. Und die sind meine Favoriten bisher. Und ich mag momentan einfach ganz gerne eine Gurke zum Brot essen, wie viele Polen es auch machen, damit man sich auch ein bisschen hydriert dabei. Und Sauerkraut ist auch sehr traditionell. Man sieht, es sind einfache Sachen. Es sind einfach Gurken, die man im Garten hat, traditionellerweise auch. Und Weißkohl, was man selber einfach einlegt, sehr günstig. Und auf polnische Art mag ich es am liebsten. Das ist richtig fein und klug oder intuitiv klug abgestimmt. Das mag ich so daran. Das sind einfach Zwiebelringe aus Maismehl, Euro 10 oder so. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, bei jedem Produkt nah ranzugehen mit der Kamera. Was ich richtig geil finde, ist vegane Schokolade. Das ist einfach Zartbitterschokolade mit Haselnüssen. Und im Supermarkt finde ich keine Zartbitterschokolade mit Haselnüssen, nur im Biomarkt. Und die kostet jetzt hier nur 1,09 €. Und im Biomarkt zahlst du für 3 Euro. Deswegen fand ich es richtig geil. Ich liebe Schokolade mit Haselnüssen. Oh, Clara Nächste Schokolade ist nochmal von derselben Art, aber mit 56% Kakaoanteil nur. Also ich mag sehr gerne Zartbitter, aber mit geringerem Kakaoanteil. Und das noch gepaart mit Nüssen finde ich sehr geil. Also wir haben jetzt noch nichts probiert, wir haben es jetzt gerade erst ausgepackt. Muss man natürlich gucken, wie es dann letztendlich schmeckt. Das sind so, wie ist es, ist das auf dem Bild gerade ganz gut, oder? Ja. Drei verschiedene Fertigsoßen. Kannst du das mal kurz aussprechen? Das könnte interessant sein. Pieczeniowe So. Da hat die Aufnahme abgebrochen. Also das ist helle Bratensoße und vegane helle Bratensoße findet man im Laden auch ziemlich selten. Und deswegen war das richtig geil, so eine polnische helle Bratensoße in vegan und für 70 Cent zu finden. Und es ist auch wieder extrem abgestimmt, sowas. Da ist ja auch dieses schöne Lorbeerblatt drin, zum Beispiel. Und bisher schmecken mir auch polnische Soßen um Welten besser. Also das kann man gar nicht vergleichen. Aber es ist natürlich eine Fertigsoße, müsste man gucken. Hier haben wir das gleiche mit Geflügel oder Pute oder sowas. Als Kräutersoße. natürlich Hier. auch vegan. Genau. Und hier nochmal Geflügel, aber eine andere Variante. Und Gulasch. Und alles vier vegan. Das ist richtig geil. Und die dritte Schokolade ist Luftschokolade. Habe ich auch bisher nirgendwo in vegan gesehen im Laden.
Und es ist halt zart bitter. Dark Bubble. Voll geil. Die probiere ich jetzt auch mal live. Oder wir beide. Oh, nicht, dass das zu lange dauert. Riecht extrem cool. Und schmeckt original. Ich will auch. Ist richtig geil. Ich liebe halt so diese Luftschokolade. Total schmelzend. Oh geil. Ich habe die als Omni nie probiert. Klar, du nicht. Ist dich gut Oh, klar. kannst du die da wegnehmen, bitte? Ja, tu die mal was. Ja, kannst du mir geben. Danke. Du hast die geil, ne? Hammer. Jetzt nimmt er wieder auf. Hier ist traditionelle Rote-Bete-Suppe in der Tüte. Extrem lecker, kann man sich vielleicht erst gar nicht vorstellen, was Rote-Bete, aber es ist einfach so geil abgestimmt, dass es schmeckt einfach komplett anders, als man erwartet, manchmal die Dinge. Ja, sehr deftig mit viel Majoran. Das ist traditionell. Also das ist echt irgendwie Zauberei, also Magie, was sie aus Zutaten machen. Hier haben wir einfach Biros gewürzt. Biros, jetzt hat das Handy zum vierten Mal oder so die Aufnahme abgebrochen. Wir waren beim Biros. Und das ist auch ein extrem traditionelles polnisches Gericht. Ist ein Eintopf aus Kraut und Pilzen, so grob gesehen. Das gibt es auch in vegan. Und es ist eine Gewürzmischung dafür. Klaren auch Biros. Hier haben wir ein paar Getränke. Frugo. Frugo habe ich noch nicht probiert. Bis jetzt, das ist Kiwi und Orange, glaube ich. Schöne Farbe. Warum ich jetzt eigentlich auf diese Getränke gekommen bin, das sind diese Timbak-Geschichten. Das habe ich probiert und da hatte ich wieder, wie bei fast allen polnischen Gerichten, so, jo, das ist immer das, was ich in meiner gesamten Kindheit gesucht habe, vom Geschmack her und von der Wirkweise her auch. Das ist ohne Kohlensäure und das sind einfach Fruchtsäfte, die für mich auch wieder richtig geil abgestimmt sind und richtig stimmig einfach schmecken. Version Mango mit irgendwas anderes wahrscheinlich auch noch drin. Aber mit grüner Banane und auch noch andere Sachen drin. Finde ich auch zwei coole Farben so nebeneinander auch. Da sind noch mehr Getränke, auch von Timbark. Kiwi einmal und einmal Wassermelone. Also bei Wassermelone sind immer nur so 1% Wassermelone Genau, drin. Apfelwassermelone ist das eine und das andere Apfelkiwi. Genau. Also Apfel ist eher so halt die Grundsubstanz. Ja. Und es kostet auch nur, also wenn wir jetzt die große 2-Liter-Flasche von Timbak nehmen, kostet glaube ich 2 Euro. Und für 2 Liter finde ich das in Ordnung für einen Saft, der mir am besten von allen schmeckt. Das ist jetzt mein bisher einzig probierte Sorte Pfirsich. Was ist das andere? Kann es halt nicht lesen. Und Orange. Genau, Orange Pfirsich. Das heißt ohne Kohlensäure, oder? Moment. Genau. Nee, ohne Konservierungsstoffe heißt Ah, das. okay. Gesalzene Sonnenblumenkerne. Ich weiß nicht, ob die auch geröstet sind. Ich denke schon. Dreimal bestellt. Kostet eine Packung jetzt 70 Cent, die isst Nicole sehr gerne. Geröstet. Ja, das sind einfach nur Nudeln in Reisform für 49 Cent. Mit Kurkuma ein bisschen, wollte ich einfach mal probieren. So, jetzt haben wir so komische eingepackte Sachen. Das sind Gläser. Polnischer Tomatenmark, weil einfach alles für mich aus Polen besser schmeckt, deswegen Tomatenmark wahrscheinlich auch. Bin ich auf jeden Fall gespannt darauf, das herauszufinden. Senf hatte ich auch irgendwo bestellt. Also jetzt kommen ganz viele Gläser. Das sind Bohnen in Tomatensoße. Helle Bohnen. Und an sich vom Gefühl her wird mir sowas auch gut schmecken aus unseren Supermärkten und auch aus den Biomärkten. Märkten schmecken es halt nicht. Mal schauen, ob das was wird. Ich schmeiß den Scheiß mal hier raus. Klar, das ist sehr interessiert, ne? Zwar nicht so interessiert wie bei Durian, aber. Ah, das ist für Mehlsuppe ist auch ein traditionelles Gericht. Und das ist so die Grundsubstanz. Das ist fermentiertes Roggenmehl. Mit wahrscheinlich Salz und ein bisschen Rapsöl. Also saure Roggensuppe steht auch da.
Und da fahre ich bestimmt, also ich habe es noch nicht probiert, aber vom Gefühl her werde ich da auch extrem drauf abfahren auf den Geschmack. Ja, ist mega lecker mit saurer Sahne, veganer. Das sieht nach Gurken aus. Das kennen einige noch so vom Style her, von alten Zeiten. Voll milchig hier. Die Gurken sehen schön aus. Mit Knoblauch und Dill und was war das dritte, was noch drin? Meerrettich. Meerrettich, genau. Sieht richtig gut aus, finde ich. Und ist vor allem günstig. Das hat jetzt ungefähr 1,70 gekostet, das Gurkenglas. Oh, was war das denn jetzt nochmal? Das ist auch irgendwie, also pickelt, also ist ja auch. Sauerampfer, scharf. Ah, für Sauerampfersuppe. Bestimmt auch richtig. Also habe ich ja einmal gegessen. Fand ich Ja, extrem geil. mit Sahne und Extrem Kartoffeln. geil. Stopp. Das ist jetzt Rote Bete Püree. Einfach nur, was 49 Cent gekostet hat. Probieren. Ob schmeckt es halt auch traditionell. Also viele Gemüsesorten einzulegen. In welcher Form auch immer, ist halt traditionell, weil es auch günstig ist, im eigenen Garten wächst. Ja. Genau, und das ist Rote Bete mit Meerrettich und die wird traditionell Ah ja. zu Braten, Würstchen, zu so deftigen Sachen gegeben und dann da drüber gestrichen, Ja. so wie Deutsche das mit Dann Senf machen. ist der Meerrettich auch milder quasi, ne? Also, Genau. ich mag Meerrettich extrem gerne, ist mir oft zu scharf. Das könnte eine geile Alternative sein. Ich finde geil, dass traditionelle Sachen eine Alternative sind. Das ist, glaube ich, einfach. Ist das die Pilze oder? Ja, das sind Pilze. Und die Pilze aus Polen, scheiße, sind die göttlich. Ich raste aus. Ob jetzt frittiert und mit Panade oder in der Füllung drin, Waldpilze. Das sind jetzt keine Waldpilze, die sind einfach zu teuer und das hat aber auch schon 4 € gekostet, das kleine Glas. Darf ich Das mal lohnt sich aber, das gucken? sind Maronen oder sowas. Ja, doch, das sind Waldpilze, definitiv. Krass. Ja, Maronenpilze. Geil. Ja. Ich raste aus. Kann man natürlich auch selber sammeln. Auch in Deutschland natürlich. Pilze sammeln extrem traditionell. Senf. Und Nicole meinte, dass der Senf in Polen ihr auch deutlich besser schmeckt als in Deutschland. Bei der Marke sind wir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, pass auf. Ausprobieren. Extrem geil. Der ist auch so krass im Bier, der ist ja fast nicht scharf. Probier mal. Moment. Er ist süß, ein bisschen. Richtig geil Oh, cremig. krass, mega lecker. Scheiße, ich raste aus. Ich könnte als einziger Brotaufstrich ausreichen. Ich sabber schon und rotze schon rum, vor, weil ich so viel Wasser im Mund habe. Er kommt auf die so eine geile Idee, Möhren einfach zu braten. Ja, wenn man nichts anderes hat außer Gemüse. Und das schmeckt so geil. Das Geilste ist aber gebratener Weißkohl. Den haben wir jetzt, glaube ich, aber nicht. Oh! Ich bin voll high von dem ganzen Zeug. Hier haben wir irgendwas wieder mit Rote Bete. Ich glaube, das ist einfach nur normal Rote Bete geraspelt, gehäckselt, irgendwas. Gebratene Rote Beete. Auch gebraten. Richtig geil. Und jetzt haben wir hier noch so ein Frischhaltegedöns. Oh. Jetzt muss ich, glaube ich, erstmal kurz. Ja. Hier. Öffnen. Clara guckt die ganze Zeit. Ja, Clara. Clara, ja, Clara steht auch fein. extrem auf die ganzen polnischen Sachen. Die wollte dann so richtig rum, wenn es sowas gibt und sie es nicht kriegt. Die geht so krass drauf ab. Hier sind jetzt komischerweise die anderen Packungen Sonnenblumenkerne drin. Ein bisschen gekühlt, warum auch immer. Also Instant-Suppen bestehen ziemlich auf so Tütensuppen. Und
Die dürften viel besser schmecken als diese Yum-Yum-Suppen. Das ist jetzt so eine Gemüsesuppe. Aber da gibt es leider nicht viele, die vegan sind. Ich habe mal geschälte Erbsen, einfach für 40 Cent oder so, für Erbseneintopf, auch richtig lecker Erbseneintopf. Und die deutschen geschälten Erbsen sind richtig, boah, ekelhaft einfach. Und jetzt haben wir hier zwei Fertiggerichte. Das ist einmal Nudeln mit Kraut und Pilzen. Vielleicht kannst du noch was zu sagen. Ich weiß nicht, ob es da was zu sagen Nee. gibt. Bojangis Kapustung in Gschibami. Nudeln mit Kraut und Alles Pilzen. klar. Hat ihm richtig geile Gewürze immer so richtig magisch abgestimmt. Ah. Und was war das nochmal? Gefüllte Teigtaschen, aber keine, Genau, auch nicht. mit Pilzen gefüllte. Also Ach, das das sind ist ja so, auch? nein, das sind, Genau. das ist Diese sowas, Röllchen, das ist die ne? polnische Variante von Tortellini im Prinzip. Genau, und die werden zu Suppen zum Beispiel gegeben, in Suppen hinein, anstelle von Kartoffeln oder Gemüse oder Fleisch. Ja, ich dachte, ich hätte mehr bestellt. Voll geil. Also ich brauche eigentlich keinen neuen Partner mehr. Okay. Willst du irgendwas arrangieren für Facebook oder Instagram? Ja.